Hallo, mein Name ist David Arikan, ich bin Gartenbauingenieur. Und ich werde euch gleich anhand eines Reihenhausgartens zeigen, wie man diesen preisgünstig und nachhaltig anlegen kann. In der Gartenarchitektur gibt es 4 Stilrichtungen. Zum einen der natürliche Garten, der romantische, der klassische und der moderne. In diesem Video fokussiere ich mich auf den natürlichen Garten. Dafür haben wir uns ein Beispiel überlegt, und zwar einen Reihenhausgarten in den Grundrissen 6x10 Meter. Diesen Grundriss könnt ihr allerdings auf euren Garten auch übertragen, sodass es nachher passt. Der Mensch hinter dem natürlichen Garten zeichnet sich durch eine absolute Naturverbundenheit aus. Das heißt, er ordnet sich der Gestaltung unter und gibt der Natur mehr Raum. Aber was auch sehr wichtig ist, ist, dass einfach eine Analyse im Vorfeld entsteht, wie viel Fläche man wirklich nur benötigt, sich in dem Garten aufzuhalten. Das können nach Möglichkeit kleine Terrassen sein, die man dafür anlegt. Ansonsten sollen die Tiere, die dort leben, Insekten, Vögel und so weiter, einfach ihren Freiraum haben und die Pflanzen sollen sich entwickeln können. Wie ihr die Balance zwischen Natürlichkeit und Nutzen findet, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich bei diesem Entwurf überlegt, welche Fläche wird benötigt für die Funktionalität. Das heißt, ich habe mich hier festgelegt auf einen kleinen geschwungenen Sitzbereich, wo ich dann auf der Terrasse sitzen kann. Damit hier auch ein schattiger Platz entsteht, habe ich hier ein Sonnensegel drüber gezogen. Als nächstes habe ich festgelegt, dass im hinteren Gartenteil nochmal ein weiterer Sitzbereich entstehen soll. Der ist vielleicht auch fürs Werkeln ganz vorteilhaft, aber auch natürlich zum Sitzen. Deswegen ist hier eine Bank hingekommen. Die restliche Fläche sollte einfach nur der Natur überlassen werden. Das heißt, in dem Randbereich ist sozusagen ein ganz wildes Abwechseln zwischen höheren, niedrigen Stauden, aber auch Obstbäumen, die hier überall noch gepflanzt wurden. In der Mitte haben wir eine Wildblumenwiese. Die habe ich hier eingesetzt, damit sich das etwas an den Rasenstil anlehnt, aber was natürlich für die Biodiversität einen viel größeren Vorteil hat. So, und jetzt schauen wir uns mal im Detail an, was ich mir für diese Gartenteile ausgedacht habe. Die Terrasse am Haus ist ganz bewusst so klein gewählt worden, weil der Mensch sich ja zurückhalten möchte. Er möchte nicht zu viel Fläche einnehmen, weil er diese sonst der Vegetationsfläche wegnehmen würde. Als Orientierung würde ich sagen, maximal 1/3 für den Menschen, 2/3 für die Natur. Ich habe mich hier für eine geschwungene Form entschieden, weil auch die geschwungene Form in der Natur für gewöhnlich vorkommt und sich hier perfekt anschmiegt an den Gesamtentwurf. Als Holz könnte man hier zum Beispiel eine Douglasie, eine Lärche oder ein Fichtenholz nehmen, wobei das Fichtenholz das günstigste wäre. Wichtig ist einfach nur, dass dieses Holz aus kontrolliertem Anbau stammt. Das erkennt man am FSC-Gütesiegel. Sollte die Terrasse hier im Süden liegen, empfiehlt sich hier ein Sonnensegel einzuplanen. Mit dem Sonnensegel hat man keinen großen bautechnischen Eingriff und es passt sehr gut in die Gestaltung. Auch wenn der natürliche Garten mehr der Natur überlassen werden soll, können die Formen dennoch architektonisch geplant werden. So habe ich hier eine Kreisfläche in der Mitte angelegt als Beruhigungsraum, den man auch überblicken kann. Und das könnte zum Beispiel eine Wildblumenwiese sein. Der große Vorteil einer Wildblumenwiese ist, dass man sie maximal 2-mal im Jahr mähen muss. Das heißt, sie ist schon mal viel pflegeleichter als eine Rasenfläche. Ein weiterer Vorteil ist die Biodiversität, das heißt, hier wachsen verschiedene Pflanzen und diese Pflanzen sind wiederum Futter für Insekten. Wenn man aus einer Rasenfläche eine Wildblumenwiese machen möchte, dann muss man erstmal die Grasnarbe abschälen und den Boden etwas auflockern. Am besten sogar noch Sand mit einmischen, dass dieser Boden recht mager ist. Denn Wildblumen mögen es eher wasserdurchlässig und locker. Das heißt, nicht zu viel Lehm und dann auch 2-mal im Jahr maximal mähen. Die Pflanzen der Wildblumenwiese sind meistens 1- oder 2-jährig. Außenrum haben wir eine Staudenlandschaft geschaffen mit mehrjährigen Stauden. Diese sollten möglichst trockenheitsresistent sein. Um das dann nochmal zu bestärken, könnte man zum Beispiel mit Lavagranulat mulchen. Das heißt, man müsste maximal in längeren Trockenzeiten dazu gießen.
Bei dem Pflanzkonzept des natürlichen Gartens wird weniger auf visuelle Aspekte geplant, sondern mehr auf ökologische. Das heißt, hier werden Pflanzen eingesetzt, die zu verschiedenen Jahreszeiten blühen und für die Insekten ein großes Nahrungsangebot darstellen. Das könnten zum Beispiel Stauden sein wie die Glockenblume, die von einer ganz bestimmten Bienenart angeflogen wird. Was die Sträucher und die Pflanzen angeht, das können Obstbäume wie Kirsche, Apfel, Birne sein oder Sträucher wie Johannisbeere oder Stachelbeere. Die Bäume wurden so weit auseinandergestellt, damit sie Platz haben, sich zu entwickeln, damit sie sich nicht gegenseitig beschatten und dass man sie optimal ernten kann. In dem hinteren Teil des Gartens habe ich nochmal einen Sitzbereich eingeplant, der eingefasst ist von einer Trockenmauer. Hier habe ich jetzt keine versiegelte Fläche geschaffen, sondern eine wasserdurchlässige. Der Vorteil einer unversiegelten Fläche, die aus Kies oder aus Zierschotter besteht, ist, dass das Wasser versickern kann. Sie ist günstig herzustellen und man kann noch Thymian reinpflanzen. Direkt an dem Sitzbereich schließt ein Hochbeet an, was aus Natursteinmauer besteht. Und in dieser Natursteinmauer kann man Pflanzen einsetzen wie Sukkulente. Und diese Trockenmauer könnte ein Lebensraum für Echsen sein. Die Trittplatten sind hier ein verbindendes Element zwischen beider Terrassen. Und diese Platten sorgen dafür, dass man nicht auf die Pflanzen treten muss. Die Trittplatten, die könnten zum Beispiel aus Naturstein bestehen. Das würde sehr gut in das Konzept passen. Es können aber auch zum Beispiel die alten Platten sein, die in dem vorherigen Garten gelegen haben. Ein Element, was in einem natürlichen Garten niemals fehlen darf, ist das Wasser. Und das konnten wir sehr gut in dem vorherigen Entwurf wieder integrieren. Das heißt, wir haben es jetzt direkt in Terrassennähe hingestellt. Sieht nicht nur gut aus, ist auch für Vögel und Insekten sehr brauchbar. Und fertig ist der Entwurf des natürlichen Gartens. Ich hoffe, die Planung hat dir gefallen und du konntest dich hier wiederfinden. Falls ja, dann lass doch mal einen Like da, abonniere den Kanal, damit du auch die nächsten Gartenplanungen nicht verpasst. Wenn du mehr über den natürlichen Garten erfahren möchtest, dann schau noch mal bei Hey Obi vorbei.